Dschungelcamp, Streit vorprogrammiert. Tessa Bergmeier nicht alle Prüfungen machen. Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern, alle KandidatInnen sind bekannt und vor allem eine von ihnen dürfte für mächtig Zündstoff sorgen, Tessa Bergmeier. Die 33-Jährige ist schon in Formaten wie Germany's Next Topmodel und Kampf der Reality-Stars mit ihrer zickigen Art und ihrem unrühmlichen Verhalten aufgefallen. Die Reality-TV-Darstellerin ist Veganerin und verrät nun in einem RTL-Interview, wie sie mit den Ekelprüfungen im Dschungelcamp umgehen wird. Keine Tiere zu essen ist keine Grenze, sondern meine Vorstellung von Ethik und Moral. Genauso, wie jemand anderes die Einstellung hat, keine Menschen zu essen, möchte ich keine Lebewesen essen, stellt sie klar. Doch dem Model reicht es nicht, selbst keine tierischen Produkte zu essen. Die Zweifachmutter möchte auch andere davon überzeugen, allerdings habe ich auch das Gen. Wenn ich jemanden sehe, der Fleisch kauft, die Person darauf anzusprechen, dass es vegane Alternativen gibt. Dass ihr dadurch Punkte bei den Dschungelprüfungen durch die Lappen gehen, ist ihr bewusst. Doch dazu hat die Influencerin eine klare Einstellung, wenn die Camper mich dafür anpflaumen, kann ich darüber aufklären. Vielleicht stimme ich den einen oder anderen um oder rege zumindest zum Nachdenken an. Wenn man ein Problem hat, sollte man darüber sprechen. Anführungszeichen. Im November gaben Stefan Steffjakel, 53, und Peggy Jerofke, 46, ihre Trennung nach 24 Jahren Beziehung bekannt. Wir haben lange, lange gekämpft und haben wirklich alles versucht, geht nicht mehr, sagte Steff unter Tränen im RTL-Interview. Für ihre gemeinsame Tochter Josephine, 4, wollen die Goodbye Deutschland-Stars weiterhin an einem Strang ziehen. Das stellen sie nun unter Beweis. Das Ex-Paar hat nicht nur Weihnachten zusammen verbracht, sondern die Feiertage zudem mit einem Skiurlaub verbunden. In Kappel im Tiroler Paznaun haben die drei eine Menge Spaß. Schneemänner bauen, Schlitten fahren und vielleicht auch die ein oder andere Schneeballschlacht stehen bei der Familie auf dem Programm. Wie Instagram-Bilder von Peggy zeigen. Perfekter erster Tag. Josephine hat so viel Spaß gehabt heute. Und das Schlimmste ist, sie ist wieder Papa, keine Angst, umso schneller, umso besser, sick, schreibt die 46-Jährige scherzhaft zu den idyllischen Aufnahmen. Das ließ Ilka Bessin, 51, nicht auf sich sitzen. Nach ihrer Teilnahme an der ZDF-Show Dalli Dalli hat sich eine Zuschauerin erlaubt, über das Gewicht der Komikerin zu urteilen. Die 51-Jährige war über die Worte so entsetzt, dass sie die Nachricht mit ihren Fans auf Instagram teilte. Ich habe gerade eine Nachricht von einer Dame bekommen. Sie hat mich bei Dalli Dalli gesehen und findet, ich hätte sehr zugenommen, berichtete die 51-Jährige auf Instagram. Die übergriffige Zuschauerin wollte deshalb die aus Marzahn-Darstellerin dann auch noch ungefragt helfen. Sie möchte gern, dass ich sie kontaktiere, denn sie hätte ein paar Tipps für mich zum Abnehmen. Ganz eich. Was ist los mit der Welt? Wunderte sich Ilka Bessin. Gerald und Anne Heiser, beide 32, haben ihr größtes Weihnachtsgeschenk bereits mehrere Wochen vor dem Fest erhalten, am 24. November 2022 ist ihr zweites gemeinsames Kind, Töchterchen Alina Marika, zur Welt gekommen. Zuvor hatte 2021 Söhnchen Leon das Liebesglück der beiden gekrönt. Jetzt postet die ehemalige Bauersuchtfrau-Teilnehmerin das erste Familienbild, auf dem ihre beiden Sprösslinge zu sehen sind. Gerald hält die kleine Alina auf dem Arm, während es sich Leon auf Mamas Schoß gemütlich macht. Liebevoll gibt der Kleine seinem Schwesterchen einen Guss auf die Stirn. Mein Alles, schreibt die zweifache Mutter dazu. Hochzeit auf den ersten Blick ist zwar eine Kuppelshow der besonderen Art, dass das Konzept funktioniert, beweisen aber immer mehr Paare, die in der SAT 1 Sendung den Bund der Ehe eingegangen sind.
Zu den Glückspilzen gehören auch Ramona und Stefan. Die beiden sind auch 6 Jahre nach ihrem Kennenlernen immer noch zusammen. Nun überraschte das Paar seine Fans zu Weihnachten mit ganz besonders süßen News. Ramona und Stefan sind bereits seit einem halben Jahr Eltern eines Sohnes. Auf Instagram lüfteten sie das Geheimnis und veröffentlichten auch erstmals Schnappschüsse von ihrem Spross. Unser Weihnachtswunder ist bereits wahr geworden und wir durften letztes Jahr mit Baby im Bauch die Feiertage genießen. Ist auf dem gemeinsamen Instagram-Account der stolzen Eltern zu lesen. Dieses Jahr freuen wir uns von ganzem Herzen, dass zwei kleine Füßchen mehr vorm Weihnachtsbaum sitzen und wir euch die frohe Botschaft verkünden können, dass aus unserer Liebe ein neues Leben entstanden ist. Bereits am 29. Mai hatte Söhnchen Elias das Licht der Welt erblickt. Fans sind ganz aus dem Häuschen und überschütten die Hochzeit auf den ersten Blick Stars mit Glückwünschen. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, Express.de, RTL.